Hi, meine Lieben. So, heute bin ich schon 4 Stunden gefahren von Feldkirch bis Haag. Ist eine Stadt in Österreich. Und hier mache ich jetzt gerade Pause. Ich habe mir was Gesundes geholt. Stellt euch vor, ich habe mir jetzt wirklich mal Zeit genommen, was Gescheites zu kaufen. Und ja, mir geht's gut. Ich bin müde. Ist jetzt die dritte Pause heute, weil ich kaum geschlafen habe diese Nacht. Es hat gewittert und ja, da kann ich nicht gut schlafen im Bus. Die 2 Nächte davor habe ich schon sehr wenig und schlecht geschlafen. Und heute Morgen habe ich richtig gemerkt, jetzt die dritte Nacht, die hat dann doch reingehauen. Also habe ich jetzt bereits 2 Pausen gemacht und auch ein kleines Schläfchen. Ein Powernap sozusagen kann ich sehr empfehlen, wirkt wirklich. Und jetzt fahre ich noch weiter, 2 Stunden weiter meinem Ziel entgegen und hoffe dann morgen anzukommen in Rumänien bei meinem guten Freund, der auf mich wartet, den ich besuchen gehe. Und es ist einfach eine Riesenfreude für mich, das jetzt doch anzugehen und zu schaffen. Denn ich war wirklich noch nie mit dem Bus oder dem Auto im Ausland. Und dass das jetzt so gut geht, hätte ich nie gedacht. Also, ich habe wirklich überhaupt keine Angst, keine irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht könnte. Ich habe mich lange mental darauf vorbereitet und ich mache dann die Dinge dann, wenn ich mich bereit fühle. Und jetzt habe ich mich wirklich bereit gefühlt. Und so ist es auch. Ich bin bereit und ich setze es jetzt um und das klappt wunderbar. Das ist so eines meiner Geheimnisse, dass ich eigentlich alles versuche zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Dann, wenn ich zwar noch Respekt davor habe und ja, sicher, es ist eine Herausforderung, aber innerlich fühle ich mich bereit und ich möchte diese Hürde überspringen und diese Grenze durchbrechen, dann ist der richtige Moment. Und so hat sich das jetzt auch wieder bewährt. Und das ist eine wunderbare Methode, um deine Grenzen zu sprengen. Tschüss!